Willkommen zu Yu-Gi-Oh! Anal! Yami macht den ersten Zug in diesem Spiel und das ist inzwischen kein Wunder mehr. Das ist so ein Signatur-Move, nämlich irgendwas falsch machen. Und zwar setzt er offen den Cyber-Commander. Ist natürlich gegen die Regeln, aber das sind wir ja von Yami inzwischen gewöhnt. Dann ist Bakura am Zug und er hat die richtige Anzahl an Karten! Richtige Anzahl an Karten! Also zur Aufklärung, falls der eine oder andere gerade verwirrt ist. Der zweite Spieler startet ja eigentlich mit 6 Karten. Also er zieht 5 am Anfang und zieht dann in seiner Runde die 6. Und das haben die in der Serie bisher, glaube ich, nicht eingehalten. Außer bis jetzt. Die haben immer mit 5 oder sogar manchmal noch weniger Karten gestartet. Endlich mal 6 Karten. Die haben endlich mal dran gedacht. Er setzt damit fort, den weißen Zauberhut zu spielen. Was voll komisch ist, weil auch ein Mann drauf abgebildet ist. Deshalb sollte die Karte doch viel lieber weißer Mann. Au. Und er setzt damit fort, anzugreifen. Was macht so ein cooler Magier? Welchen coolen Magier-Trick benutzt er, um seinen Gegner zu besiegen? Er schlägt ihn in die Brust. Ey, wieso habe ich diesen krassen Zauber doch nie bei Harry Potter gesehen, ey? Dann ist wieder Yami am Zug und wir sehen hier seine gesamte Hand. Diese besteht aus dem Breath of Life, das ist der deutsche Name, der englische Name lautet Breath of Light. Ich meine, wer ist auf diesen Gedanken gekommen? Wie lief das da ab beim Erstellen dieser Karte? Hey, wie sollen wir diese Karte nennen? Wie wäre es mit Atem des... Was? Breath of Life? Ja, nimm das. Ja, aber ich bin so voll klug, ne? Voll die Kreativität und so. Davor hast du noch der Flammenschwertkämpfer, der Schädelpirscher, Meotoko und Kagemusha der blauen Flamme. Warum zum Fick hat der sogenannte King of Card Games solchen Schrott in seinem Deck? Er setzt damit fort, den Flammenschwertkämpfer zu beschwören, ungeachtet aller Regeln. Also das ist jetzt fürs Protokoll die zweite Karte, die Yami in diesem Duell spielt und der zweite Regelbruch, den Yami gerade begeht. Wieso ist dieser Kerl angeblich auf der guten Seite nochmal? Er setzt damit fort, den weißen Mann... Ach, verdammt. Er setzt damit fort, diese eine Karte zu besiegen, so. Bakura erleidet daraufhin auch den entsprechenden ATK-Differenzschaden. Dann ist auch Bakura gleich am Zug und er setzt eine Karte. Und unfassbar, Leute. Aber er spielt sie verdeckt und sagt nicht, um welche Karte es sich handelt. Dafür erstmal Applaus hier. Ey, was ist mit Bakura los? Endlich mal ein Kerl, der die Regeln versteht. So, was als nächstes passiert, ist ein bisschen verwirrend, weil Joey beschließt, die gesetzte Karte anzugreifen. Und wir können nicht so tun, als ob Yami es ihm befohlen hätte, weil er noch 4 Karten in seiner Hand hat. Das heißt, es ist technisch gesehen noch Bakuras Zug. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Yami hat schon in einer vorherigen Folge Polymerisation während der Gegnerrunde gespielt. Da würde es mich nicht wundern, wenn er während der Gegnerrunde auch mal angreift. Die gesetzte Karte stellt sich als der Verwandlungskrug raus und der Effekt aktiviert sich. Also dass eben die Spieler alle Karten aus ihrer Hand legen müssen und dann 5 Karten ziehen müssen. Das macht Yami nur ungern in diesem Duell, weil seine Freundinnen ihre Lieblingskarten drin gefangen sind. Das haben wir auch bei Tristan als der Cyber-Commander gesehen und bei Joey als der Flammenschwertkämpfer. Na Yami, wie fühlt es sich an, wenn einem all die Schummlerei endlich mal einem teuer zu stehen kommt? Und jetzt wird's noch komischer, denn wir sehen hier einen Frame auf Bakura und er hat 6 Karten in seiner Hand. Also wir erinnern uns, durch den Verwandlungskrug hat jeder schon mal 5 Karten in seiner Hand. Die einzige Möglichkeit, wie er jetzt auf 6 Karten kommt, ist, wenn es sein Zug jetzt ist. Das bedeutet, dass Yami den Flammenschwertkämpfer sehr wohl sozusagen befohlen hat, in seiner Runde anzugreifen. Die 5 Karten, die Yami jetzt in seiner Hand hält, sind der Krallenstecker, der wütende Meereskönig, Kagengningen, glücklicher Geliebter und der dunkle Magier. Es ist jetzt also nach wie vor noch Akuras Zug und er beschließt, eine weitere Karte zu setzen. Und auch diesmal sagt er nicht, um welche es sich handelt. Also Joey kann sich ja wirklich was von ihm abschauen. Außerdem setzt er eine Fallenkarte. Dann ist Yami dran und er setzt damit fort, den dunklen Magier zu beschwören. Ebenfalls ungeachtet aller Regeln. Also schon die 3. Karte und der 3. Regelsbruch. Außerdem setzt er damit fort, Wiedergeburt zu spielen. Eine ausnahmsweise wirklich gute Karte. Diese Karte hat er übrigens gerade gezogen. Und er beschließt, den Cyber-Commander zurückzuholen. Und in diesem Frame sehen wir, dass das nicht ganz stimmt. Denn hier wird Wiedergeburt so behandelt, als ob das so eine Art permanente Zauberkarte wäre oder sowas. Die sozusagen die Karte des Cyber-Commanders ersetzt. Das ist aber nicht richtig. Die Wiedergeburt holt er die Karte zurück. Das heißt, sie ist dann auf dem Feld, also an der vordersten Reihe, genauso wie der dunkle Magier und der Flammenschwertkämpfer. Und Wiedergeburt selbst kommt auf den Friedhof. Das macht auch Sinn, weil ich meine, wie sieht denn Yamis Friedhof gerade aus? Also ich meine, die Karten, die dort liegen. Ist beim Cyber-Commander irgendwie das Bild weg oder wie soll man sich denn das vorstellen? Normalerweise sollte eigentlich der Flammenschwertkämpfer angreifen. Aber Yugi sagt dann, dass weil er eben beschworen wurde, also er ist dunkler Magier, muss er zuerst angreifen, weil es angeblich heißt, dass das Monster, das in dieser Runde beschworen wurde, immer zuerst angreifen muss. Denken die sich jede Folge eine neue Regel aus?
Du darfst nicht direkt angreifen. Ja, aber das ist doch... Und das Monster, das in der Runde beschworen wurde, muss zuerst angreifen. Das macht doch keinen Sinn. Was, wenn man ein Monster beschwört, das nicht angreifen kann? Oder was ist, wenn man Doppelbeschwörung spielt und dann dementsprechend ein zweites Monster in einer und derselben Runde beschwört? Und jetzt dürfen Monster ohne Tribut beschworen werden. Ich will kündigen. Die gesetzte Karte stellt sich als ein zweiter Verwandlungskrug heraus. Der Effekt aktiviert sich und wie eben müssen beide Spieler all ihre Karten von der Hand abwerfen und 5 weitere ziehen, also Bakura bzw. dann 6. Denn er ist jetzt auch dran und er beschließt eine weitere Karte zu setzen. Außerdem setzt er damit fort, die Karte gerechte Nachspeise zu spielen, welche dem Gegenspieler 500 Schaden verpasst für jedes Monster, das der Gegenspieler kontrolliert. Und das fand ich jetzt unklug, dass er das benutzt hat. Der hätte einfach nur ein bisschen länger warten sollen, weil Bakura weiß, dass Yami 4 Freunde hat, also Yugi mit eingezählt. Und weil er 3 von ihnen schon auf dem Feld hat, ist es nicht unwahrscheinlich, dass er auch die 4. spielen wird. Und wie werden sehen, das wird er später auch. Das heißt, wenn Bakura einfach nur ein bisschen länger gewartet hätte, würde er jetzt statt 1500 Punkte Effektschaden Yami verpassen, würde er ihm 2000 verpassen und ihm damit mit einem Schlag killen. Aber dann wird ja der Gute verlieren und das wollen wir ja nicht. Und die Animation dieser Karte, die sieht so aus, dass eben so eine Hand aus dieser Karte kommt und Yami auf unangenehme Weise ins Gesicht fasst. Ich als deutscher Staatsbürger muss natürlich meiner Pflicht nachkommen und selbst die kleinste Kleinigkeit anmeckern, denn ich finde, das ist verschwendetes Potenzial. Denn die kartengerechte Nachspeise, die ist sowohl vom Namen, als auch vom Bild, als auch von der Kartenbeschreibung her auf eines abzielend. Und zwar auf Völlerei. Da hätte ich es persönlich also nur passend gefunden, wenn, sagen wir mal, diese Hand eben nicht Yami einfach ins Gesicht fassen würde, was voll komisch aussieht, sondern ihm sozusagen so gewaltsam in seinen Mund fliegen würde. Also ihm sozusagen zwingen, noch mehr zu fressen. Um so ein richtig schweres Gefühl von Übersättigung im Magen zu verursachen. Und das würde ihm halt diese Schadenspunkte geben. Habe ich schon erwähnt, dass mein Content nicht für Kinder ist? Wir sehen hier seine Hand. Von links nach rechts ist das der Magier des Glaubens, was irgendwie voll komisch ist, weil es ja offensichtlich die ist, aber wir haben 2020, da kann jeder jedes Geschlecht sein, also was weiß ich. Gefolgt vom Basisinsekten, der Anthrosaurier, der die beste Kartenbeschreibung überhaupt hat, der Felsenoger Grotte 1 und keine Ahnung. So, und jetzt muss ich einfach die Beschreibung für den Anthrosaurier vorlesen. This man like dinosaurs got a high IQ, even though he's lacking in the strength department. Kind of like you if you had a high IQ. Yeah. Yami setzt damit fort, den die Das Magier des Glaubens zu setzen. Genauso wie ich vermutet habe. Also gut, ich habe die Folgezeit ja schon vorher gesehen, aber das ist, glaube ich, jetzt wirklich keine große Überraschung, dass er die Karte jetzt spielt. Er kontrolliert jetzt also 4 Monster auf dem Feld. Wenn Bakura also nur eine Runde, eigentlich nicht nur eine Runde, sondern nur einfach nur seinen Zug abgewartet hätte und er jetzt die Fallenkarte aktiviert hätte, hätte er jetzt gewonnen. Yami beschließt, mit dem dunklen Magier anzugreifen. Die gesetzte Karte stellt sich dabei als die elektrische Eidechse heraus, die auch sogleich ihren Effekt aktiviert und den dunklen Magier sozusagen schockt, sodass er nächste Runde nicht eingesetzt werden kann. Dann hat Yami auf einmal wieder 5 Karten in seiner Hand. Sofern Bakura also nicht einen Zug gemacht hat, den wir nicht gesehen haben, ja, ist Yami wieder am Werk mit seiner tollen, braven Einhaltung der Regeln. Er beschließt, das Horn des Himmels zu setzen. Daraufhin ist wieder Bakura am Zug und er setzt den Menschenfresserkäfer. Zu schade, dass er das gesagt hat. Ich war gerade so auf seiner Seite, weil er die ganze Zeit nicht gesagt hat, welche Karten er spielt. Aber jetzt hat er es verkackt. Mano. Fun Fact. Der Menschenfresserkäfer ist in der Community die wohl zweitunbeliebteste Karte. Auf Platz 1 steht die mystische Mine. Wenn ihr also mal einen Spieler seht, der sowohl den Menschenfresserkäfer in seinem Deck hat, als auch die mystische Mine, das spielt er wohl gerade gegen diesen Versager. Dann ist wieder Yami am Zug und er beschließt, mit dem Flammenschwertkämpfer anzugreifen. Daraufhin wird der Menschenfresserkäfer Flip beschworen, was Yami wiederum verkettet mit seinem Horn des Lichts. Er beschließt, den Flammenschwertkämpfer als Tribut zu benutzen, um dadurch die Beschwörung zu annullieren. Dadurch aktiviert sich sein Effekt nicht, weil er ja nie beschworen wurde und demnach kann auch der Effekt nie stattfinden. Und das geht. Das ist tatsächlich ausnahmsweise mal nicht gegen die Regeln. Das geht wirklich. Denn erstens, eine Flip-Schwörung, wie eigentlich der schon sagt, zählt auch als Beschwörung und kann demnach vom Horn des Lichts oder von ähnlichen Fallenkarten oder Quickspell-Karten negiert werden. Die zweite Sache ist, eine Kette läuft ja immer rückwärts ab. Das heißt, das Horn des Lichts wurde am Ende sozusagen zuerst aktiviert, die Beschwörung des Menschenfresserkäfers wurde annulliert und weil dadurch der Menschenfresserkäfer dadurch sozusagen nie beschworen wurde, kann auch dementsprechend sein Effekt nicht aktivieren. Das einzige Problem, was ich mit diesem Zug habe, ist, dass er sich für eben den Flammenschwertkämpfer entschieden hat, also ihn als Tribut darzubringen, und nicht für den Cybercommander, weil der Cybercommander jetzt mal wirklich nutzlos ist. Mit dem Flammenschwertkämpfer kann man wenigstens ein bisschen was machen.
Der Flammenschwertkämpfer ist jetzt also auf dem Friedhof. Und dieser wird wie ein Friedhof dargestellt. Kurz darauf allerdings kommt der sogenannte Reaper of Cards, also der Sensemann der Jungfrauen, oder wie soll ich das verstehen? Und er beginnt, den Flammenschwertkämpfer zu jagen. Und der, die das Magier des Glaubens, wird Flip beschworen, um dadurch seine Effekt zu aktivieren. Dabei sehen wir einen Frame, bei dem sie auf der Karte des dunklen Magiers steht. Und nicht auf ihrer eigenen. Oh scheiße, ich habe geistiges Material gestohlen. Jedenfalls aktiviert sich der Effekt also und Yami darf sich eine Zauberkarte wieder aus seinem Friedhof zurückholen. Und entscheidend tut er sich für Wiedergeburt. Gerade noch rechtzeitig, wie es aussieht, denn der Reaper of Cards hätte beinahe den Flammenschwertkämpfer erwischt. Und da frage ich mich, was wäre passiert, wenn der Flammenschwertkämpfer jetzt von dem Reaper erwischt wurde? Was würde mit seiner Karte passieren? Wird die dann einfach verschwinden? Wie soll das dann in echt funktionieren? So, dann schätze ich, greife ich deine Karte an. Ach Manu. What the fuck? Wo ist meine Karte hin? What the fuck? Dann ist Bakura wieder dran und er spielt die Lady des Glaubens. Und das macht keinen Sinn. Denn er hat vor, gleich Überläufer zu spielen, den dunklen Magier zu übernehmen und, sagen wir mal, den Cyber Commander anzugreifen. Dadurch würde er so viel ATK-Differenzschaden Yami verpassen, dass er sterben würde. Das heißt, er braucht überhaupt nicht die Lady des Glaubens zu spielen. Der einzige Grund, warum er diese Karte spielt, ist ähnlich wie die Aktivierung seiner Fallenkarte vorhin, damit am Ende die Guten gewinnen. Er spielt jetzt also Überläufer und diese Karte ist von Bakura, also dem echten Bakura, das ist sozusagen wie Yugi und Yami halt, die ist halt von ihm besessen. Und er beschließt, die Lady des Glaubens als Ziel zu wählen für seinen Effekt, damit eben nicht Yugi als der dunkle Magier als Ziel ausgewählt werden kann. Erstens, das ist gegen die Regeln der Karte. Und zweitens, genau das zeigt eben, dass er eben nicht die Lady des Glaubens hätte spielen sollen, weil was wäre passiert, wenn er das nicht getan hätte? Also wenn er jetzt kein Monster auf seiner Seite hätte, was hätte dann der echte Bakura gemacht? Hätte er irgendeinen anderen Körper besessen? Danach passiert noch irgendein Plot-Armor, Freundschaft ist das beste Ding auf der Welt, Bullshit. Und der böse Bakura fährt in die Lady des Glaubens, die arme Lady des Glaubens, sie wurde jetzt schon zweimal besessen. Und das gibt Yami eben die Rechtfertigung, also das gute Gewissen, dass er mit seinem dunklen Magier jetzt die Lady des Glaubens angreifen kann und dadurch dem gegnerischen Team so viel ATK-Differenzschaden verpassen kann, dass er das Duell gewinnt. Und das war's mit dieser Folge. Ich glaube, ich werde so eine Strichliste anfangen, wo ich eben immer einen Strich dazu mache, wenn eben jemand schummelt. Bei den Bösen also zum Beispiel wäre es bisher keinmal vermutlich gewesen, während es bei den sogenannten Guten schon dreimal jetzt insgesamt der Fall war. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dann spielt Detektiv und schaut euch investigativ all meine vorherigen Videos an und findet es heraus. Und bis dahin, danke fürs Zuschauen. Dann kommt jetzt hier die Endcard. Scheiße, ich habe mich so drauf vorbereitet. Moment. Warte, ich habe hier aufgeschrieben. Ich habe nur noch ein paar Sekunden. Komm. Okay, hier, ich habe es aufgeschrieben. Okay, gleich habe ich es. Okay, also, hier steht es geschrieben. Okay, also. Links oben findet ihr die Yu-Gi-Oh!